Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr habt es schon im Titel gesehen. In diesem Video gibt es exklusives Material zur Vorgeschichte, zur Wüstenstory. Viele haben nämlich gefragt, was ist eigentlich genau passiert? Wie war das mit dem Loadout? Aber zuerst, viele Leute haben auch noch gefragt, wie ich das überhaupt mit der Musik mache. Ich möchte euch heute mal ein bisschen was zum Thema Musikauswahl erklären, wie ich meine Musik finde und wie ihr eure Musik finden könnt für eure Videos. Wir versuchen mit Musik und Sound generell viel mehr die Stimmung zu reproduzieren und das, was wir wahrgenommen haben, euch wahrnehmen zu lassen. Wenn ich zum Beispiel im Schnitt von einem von Fritz Videos bin, dann schließe ich manchmal einfach die Augen und überlege, wie ich mich gefühlt habe zu dem Zeitpunkt an diesem Ort. Ich verbinde verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Umgebung, die Kultur und versuche auch mit verschiedenen Genres zu analysieren, welche Musik denn am besten geeignet wäre, um diese Szene mit Musik noch weiter aufzuwerten und die Stimmung besser zu transportieren. Bei Musik und Sound kann man generell zwischen drei bestimmten Kategorien unterscheiden, um seine perfekte Musik zu finden. Zum einen wäre da die Stimmung, die Emotionen und die Gefühle. Zum anderen wäre die Stärke und die Präsenz, was für eine Musik ausstrahlen soll. Soll die Musik zum Beispiel einfach nur ein Unterton sein, um zum Beispiel eine gewisse Düsterheit in einem Video hervorzurufen? Oder soll sie Glücksgefühle erzeugen? Und ich weiß einfach jetzt schon, die Nacht wird richtig beschissen für mich. Und ich habe gar keinen Bock. Und zu guter Letzt ist das Genre der Musik auch stark entscheidend für das Video. Weil in einem Video in Afrika Urban Rap zu zeigen, würde vielleicht nicht so gut passen. Deswegen sollte man schon gucken, dass der kulturelle Aspekt und das Umfeld mit in die Musikwahl einfließt. Ich suche meine Musik auf artlist.io. Das ist eine Seite, die ist übrigens nicht gesponsert. Das benutze ich persönlich, um meine Videos mit Musik und Soundeffekten zu versehen. Ich habe auch keinen Coupon-Code, damit ihr das günstiger bekommt oder einen Gratis-Monat bekommt. Das ist wirklich meine eigene Meinung und ich bin davon überzeugt. Da kommt übrigens in Zukunft noch ein neues Video, da bastel ich gerade dran. Da könnt ihr schon gespannt sein, da arbeite ich noch viel mehr mit Sounddesign, gerade was Soundeffekte angeht. Und dann werdet ihr die Natur hautnah zum Spüren bekommen. So, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet über Musik und Sounddesign. Ich weiß, ihr wollt das eigentliche Video sehen, weswegen ihr hier seid. Und damit geht's auch sofort los. Ich muss auch schon packen, weil es geht schon auf die nächste Reise mit Fritz. Seid gespannt, was ich da jetzt gleich einpacke für Equipment. Das zeige ich euch beim nächsten Video. Lasst doch gerne ein Abo da. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Vorgeschichte der Wüstenstory. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So Freunde, wir probieren jetzt einen Landeanflug, nachdem wir jetzt seit ungefähr 40 Minuten um die Insel geflogen sind. Es sieht sehr spannend aus. Ey, wir sind viel zu hoch, Alter. Ja. Das wird nichts. Wir sitzen eigentlich im Flug nach Madeira. Ja. Beziehungsweise sitzen wir jetzt wieder auf dem Rückflug nach Frankfurt. Mit Zwischenlandung in Lissabon, weil der Treibstoff nicht mehr reicht. Ja, jetzt nicht einmal zurück nach Frankfurt und fahren dann nach Hause. Ja. Ja, wir haben es auf den Plan geschafft. Busa, ich muss jetzt entspannt atmen. Der Moment, wenn das Rollband sich nicht mehr bewegt, das Tor runtergeht und die Koffer nicht da sind. Also Plan B funktioniert jetzt auch nicht, jetzt müssen wir Plan C machen. Plan A war, dass wir einfach nach Madeira fliegen, mit Gepäck natürlich. Hat nicht funktioniert. Plan B war, okay, wir fliegen woanders hin, um den nächsten Trip zu machen. Jetzt sind wir da, aber unser Gepäck nicht. Ich verstehe das langsam, Freunde. Das ist quasi wie bei so Spezialausbildungsabschnitten beim Militär. Es gibt die Phase, wo die dich psychisch zermürben wollen. Und erst wenn die das geschafft haben und du komplett am Arsch bist, dann geht das Ding erst los. Dann kommt die körperliche Zerstörung. Die wollen uns psychisch fertig machen, das ist der Plan. Ich vermisse einfach nur meine Zahnbürste. Ich merke einfach, das ist wieder hier schwedenmäßig Maximalbelag auf den Zähnen. Nein! Okay, ich gehe als erstes.
Es gibt für mich zwei große Problemfaktoren auf dieser Tour. Einmal bei einer Wüste natürlich das Thema Wasser. Das heißt, man bräuchte einen Wasserfilter. Es gibt hier aber keine Wasserfilter. Keine Wasseraufbereitungstabletten, nichts dergleichen. Und das andere ist das Thema durch die Nacht kommen. Das heißt, Kälte in der Nacht überstehen, denn es werden nachts um die 0 Grad. Essen scheißegal, regnet es auch nicht. Das heißt, Schlafsack, irgendeine Isolation von unten und als nächstes ganz klar Wasser, Wasser, Wasser. Ich guck mal weiter. Ich habe einen Schlafsack gefunden, der bis 0 Grad geht. Allerdings nur bis 1,70 Meter Körpergröße. Egal, mache ich mich klein. Embryonalstellung. Isomatte habe ich auch gefunden in der richtigen Größe, aber beides zusammen kostet genau 99 Euro. Das heißt, ich könnte nichts mehr kaufen, außer diese beiden Sachen. Das funktioniert nicht. Ich muss irgendwo einen Abstrich machen. Ich brauche ja auch noch Essen. Und trinken vor allem. Trinken, trinken, trinken. Das ist eine ganz, ganz beschissene Idee. Was machen wir hier? Ich habe Schweißausbrüche. Das ist dumm. Das ist richtig dumm. So, ich bin jetzt drin. Plan habe ich gar keinen. Ich lasse mich jetzt mal komplett hier überraschen und schau, was gibt's hier so. Lass mich inspirieren. Also ich habe jetzt zwei Sachen für die Nacht, für die Wärme. Bin aber schon bei 85 Euro. Ich habe noch keine Flüssigkeit, keine Nahrung. Wird schwierig. Wie wichtig ist mir an drei Tagen Nahrung? Entweder werde ich frieren nachts oder ich werde durstig sein oder ich werde Hunger haben. Ich werde nicht alle drei Dinge haben können. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich hier eine Wüstendurchquerung mit Joggingbooks und Vans machen werde. Also über Schuhe brauche ich hier gar nicht nachzudenken. Oh, so Leute, jetzt bin ich auch mal an der Reihe. Du Scheiße. Okay, ich habe hier so eine kleine Strategie. Ja. Das Wichtigste ist natürlich auch die Wärme, wie man durch die Nacht kommt. Meine Idee war es, irgendwie so einen leichten Schlafsack zu nehmen, aber dafür noch irgendwie so eine Decke oder so. Irgendwas zusätzlich Wärmendes, nur so eine Schicht, die vielleicht einfach mal nicht so viel kostet. Na, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Decke. Kommen wir der Sache doch schon näher. Mal gucken, ob ich die auch nehme. Ich glaube, meine Technik wird der Zwiebellook sein. Zwiebellook und dann noch irgendwie abchecken. Vielleicht nehme ich mir auch noch einen Rucksack dann mit. Weil ich muss das ganze Zeug ja irgendwie auch mitnehmen. Weil ganz im Ernst, guckt euch mal das Ding an. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist eine Kopfbedeckung, sonst gehe ich nämlich richtig kaputt. Weil wir sind immer noch in der Wüste. Darf man ja nicht vergessen, ne? Ihr habt es gerade gesehen, wir waren shoppen, jeder hatte 100 Euro zur Verfügung. Und wir wissen aber noch nicht, was der andere jeweils eingekauft hat. Und dieses Geheimnis werden wir in wenigen Sekunden lüften. Vorher checken wir mal ganz kurz, was wir überhaupt für Grundvoraussetzungen haben. Die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe hier irgendwie so eine Streetwear, halbe Jogginghose an, allerdings schon meine Trailrunning-Schuhe. Fabio geht auf Jogginghose mit Vans, bisschen reingeschissen. André? Auch mit Trailrunning-Schuhen und ja, so einer Cargo-Hose. Genau, ansonsten. Aber nur Pullover und T-Shirt. Genau, Fabio hat auch Pullover und T-Shirt, aber. Ich habe noch eine kleine Jacke hier drin. Die war halt. Leute, das sind halt die Regeln. Ist halt im Handgepäck dabei gewesen. So, ich habe auch nur ein T-Shirt und dann aber zum Glück ja, so eine Wattejacke, sag ich mal. Ne? So eine Isolationsjacke. Ansonsten, wir beide haben Caps, schon mal gut gegen die Sonne. André jetzt nicht. Eine wichtige Sache, diese Klamotten, die wir anhaben, tragen wir seit 4 Tagen. Nice. Socken, Schlipper, alles. Es ist nichts mehr frisch, es ist seit 4 Tagen. Warum, habt ihr gesehen? Und jetzt gucken wir, würde ich sagen, ins Lowdown, oder? Was jeder gekauft hat. Aha. Und wir starten mit dem teuersten Gegenstand. Ich erkläre schon mal ein bisschen dazu. Ey, was ist das denn? Nein! Was ist das denn? Was? Was ist Alter. Das? Also das Problem war ja das Budget. Und ich hatte erst einen richtig geilen Schlafsack in meiner Tasche und dachte, ey, ich gebe jetzt einfach die 70 Euro für minus 5 Grad Schlafsack aus. Ja.
habe aber gemerkt, alles andere geht dann überhaupt nicht auf und ich habe nur diese Wärme nachts, die ja wichtig ist. Und dann habe ich das gesehen, 10,99 Euro. Was? Wo war das? Ja, habe ich auch erst später. 10,99 Euro? 10,99 Euro, aber halt nur 20 Grad. Dann dachte ich, okay, brauche ich 3 davon, dann ist es in der Nacht auch wärmer wegen Zwiebelsystem. Aber stark. Ich habe das noch, die Kombination, weil ich will auf gar keinen Fall wie in Schweden enden. Und habe mir gedacht, falls das hier nicht aufgeht. Er hat einfach 3 Sommerschlafsäcke. Hä, was? Die habe ich gar nicht gesehen. Für 10 noch was? Ja. Hab ich mir noch Skiunterwäsche für 4,99 Euro geholt. Was? Und so bin ich, glaube ich, ziemlich safe. Nachts. Ich habe mir den Schlafsack gönnt für 5 Grad. Man muss aber dazu sagen, der hat 60 Euro hat er gekostet. Ja. Und den, der dieser krasse, bis irgendwie minus 5 Grad, ja. Hast du den mal genau angeguckt? Der war Größe M, deshalb habe ich ihn wieder rausgetan. Genau, der war bis 1,70 Meter. Und den hatte ich auch. Ich dachte so, okay, scheiße, ich mache so Embryonalstellung, ja, richtig klein. Dachte ich so, ey, warte mal, da kannst du doch nicht pennen, Alter. Ja. Deswegen dachte ich so, okay, ich nehme den. Scheiße! Ey, warte, jetzt mal ohne Joke. Hat nicht irgendwer bei der Recherche irgendwas gesagt, dass hier Militärübungen sind? Ja, ja. Hier sind, also, ja. Also 2001, von 2001 war der Artikel. What the fuck? Ich habe keine Ahnung, ob ihr es gehört habt, aber es klang wie eine Explosion. Und der Boden hat ein bisschen gewackelt. Ja. Okay, also mein teuerster ist ein Schlafsack, der bis 5 Grad geht. Ihr habt es aber schon mitbekommen, wir sollen hier nachts 0 Grad haben. Wir haben uns gerade hier eine windgünstige Stelle ausgesucht. Draußen pfeift Richtervogel. André, dein teuerster. Ja, also mein teuerster Gegenstand ist nichts Geringeres als eine ziemlich große Tennisschlägertasche. Leute, ich habe mir das gut überlegt. Okay, erklär mal. Also ihr werdet das im Laufe wie des... Wie teuer war die? Die war 24,99. Moment mal. Hä, wenn das schon der teuerste Gegenstand ist? Ja. Okay. Ja. Die war 24,99 und die war der Flaschenhals von dem ganzen Ding. Okay. Weil okay. Ich habe ja keine Tasche, wo viel reinpasst. Ja, ich habe das Kameraequipment drin, sonst nichts. Ja, okay. Ja, das ist der teuerste Gegenstand. Okay. Wollen wir mal weitermachen? Wollen wir in den zweitteuersten reingehen? Ja, dann mach mal, André, mach mal bei dir weiter. Wir gehen wieder so zurück. Also. Ich hab 3 Schlafsäcke, da komme ich nicht drauf klar. Aber das ist geil. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das tragen soll. Nee. Was? Hä, was? Seid ihr alle irre? Wollt ihr mich verarschen? 3 mal 10,99 Euro! Hä, wo waren die denn? Die waren direkt neben den Schlafsäcken. Ja. Mein zweitteuerster Gegenstand ist eine Isomatte. Alter, die war ultra teuer. Hä? 14,99? Ja, ich weiß, aber die war sau teuer, Mann. Ich hatte die auch erst in der Hand und ja, aber ich, und dann guck mal, ich dachte mir, ich bleib bei den absoluten Basics. Ich hole mir einen halbwegs ordentlichen Schlafsack und eine ordentliche Isomatte. Bumm. Das Problem ist, ihr seht es vielleicht schon über mir eingeblendet, ich habe schon sehr viel investiert. Nice. Also ich zeig dir mal kurz die Alternative, die du hättest nehmen ja, können. Ja, die habe ich auch gesehen. 5,99 Euro. Habe ich auch gesehen und dann dachte ich mir so, willst du mich komplett verarschen? Es sieht nach Wüste aus. Es ist auch Wüste, Halbwüste, Steinwüste, was auch immer. Aber wir haben nachts 0 Grad. Wir haben hier, ich habe nachguckt, 7 Millimeter. Ich dachte erst so, nehme ich 3 davon oder 2? Dachte ich so, nee, komm. Nee, ich bleib bei den Basics. Ja, mich würde jetzt interessieren, ob du auch eine Unterlage hast. Ja, dazu kommen wir jetzt. Also. Jetzt pack bitte nicht diese Decke aus, die ich auch in der Hand hatte. Oh nein, jetzt kann doch kein Scheiß. Aber diese 3 Schlafsäcke, Beine und Zeit, das ist krass. Was? Ja, André, möchtest du uns irgendwas sagen? Das ist nicht in meiner Tüte. Ja. Machen wir Fabian einfach mal weiter. Also, ich habe mir gedacht, ich habe nachts keinen Bock auf Kälte. Genau. Ich habe keinen Bock auf Durst und ich habe keinen Bock auf Energieverlust. Das sind die 3 Punkte, um die es eigentlich auch geht. Genau. Und ich wollte keinen Kompromiss eingehen. Ich habe 15 Flaschen Wasser dabei. Ja. Das sind pro Tag so 2,4 Liter Wasser, wenn wir 3 Tage brauchen. Mhm. Und hier habe ich natürlich auf Protein pro Riegel 23 Gramm Eiweiß. Hier, das hat so 1400 so eine Box. Ja. Und ja, da dachte ich mal, komme ich 3 Tage klar. So, ja, okay. Da würde ich mal kurz mit einsteigen.
Ich dachte mir so, ein bisschen was brauche ich. Aber ich sag mal so, wir kommen hier auf insgesamt 800 Kalorien für 2,5-3 Tage. Aber ich dachte mir so, ey, nachts richtig kalt, ultra räudig, aber lange auf Essen verzichten, bin ich trainiert, 7 vs. Wild. Ich bin natürlich auf isotonisch gegangen. Für sportlich. 10 Cent mehr. Eins. Die habe ich mir gar nicht angeschaut. Ich habe nur dieses 99 von Wasser gemacht. Ich habe 18 gekauft, weil ich habe ja in die Apfel- und Zitrone-isotonische Drinks investiert. Ja, ich habe quasi alles in Wasser investiert und komme auf 9 Liter. Geil. Nice. Okay, André. So, also, den Rest habe ich zum Glück dabei. Ich habe natürlich auch ein paar Riegel. Ich habe 4 Packungen mit Schoko, Kokosnuss und Haselnussriegeln, einfach um ein paar Kalorien reinzukriegen. So 1 bis 2 Packungen pro Tag sind je 6 Riegel drin. Denk mal, da komme ich ein bisschen über die Runden, ohne zu verhungern. Und ja, der Rest ist Wasser. 5 Liter. Für 2,5-3 Tage. So viel, wie man alleine schon trinken sollte, ohne Bewegung und ja, ohne Hitze. Pro Tag. Ja. Pro Tag, genau. Genau. Aber dann, dann lass dir die Riegel mal schmecken. Dafür habe ich noch einen schönen Sonnenhut, um mich vor der brennenden Sonne zu schützen. Ja. Weil ohne das würde ich hier sterben, glaube ich. Okay. Ja, Freunde, schreibt doch gerne mal in die Kommentare jetzt schon, welches Loadout ihr wählen würdet. Oder wer hier mit den Füßen voraus rauskommt. Ja, also welches würdet ihr wählen, wenn ihr euch entscheiden könntet? Und was glaubt ihr, wer hat komplett reingeschissen und warum? Schreibt jetzt in die Kommentare. Wir packen alles zusammen und sehen uns am Start, wenn das Ganze beginnt.